Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 17. November 2015. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, der Buddha hat gesagt, Gautama Buddha hat gesagt, Gier, Hass und Verblendung sind die Wurzeln allen Übels. Und für uns alle gilt es im Grunde hier zu erkennen, wo treibt mich selber meine Gier, mein Hass und meine Verblendung, dass ich die Wahrheit nicht sehen will, in Umstände oder Lebenssituationen, in die ich mich dann noch stärker verstricke. Außerdem gibt es sowas wie das Resonanzgesetz und das besagt nichts anderes, als dass Gleiches immer Gleiches anzieht in diesem Universum. Und das bedeutet auch rein auf der logischen Ebene, dass Gewalt immer nur Gewalt anzieht, Aggression immer nur Aggression anzieht, Liebe immer nur Liebe anzieht. Und die Geschehnisse in der äußeren Welt sind letztlich ein Spiegel, sind letztlich für uns auch da, damit wir erkennen, wie wir uns positionieren wollen. Wie möchte ich mit den Lebensumständen umgehen? Es ist ja immer relativ einfach, wenn alles gut läuft, sozusagen Gott zu vertrauen oder sich an seine ethischen Grundregeln zu halten, wenn Schwierigkeiten kommen, sei es individuell oder kollektiv, dann im Grunde sind wir ja gefragt, bleibe ich bei meinen Überzeugungen, stehe ich ein für die Freiheit, auch wenn es Menschen gibt, die diese Freiheit oder die mein Leben sozusagen verändern wollen. Und das sind so Fragen, an denen auch wir persönlich gemessen werden in gewisser Weise. Gut, astrologisch gesehen passt das, weil nämlich heute Morgen vor kurzem jetzt der Mond vom Steinbock in den Wassermann gewechselt ist, wo er bis zum Donnerstagmittag bleiben wird. Der Wassermann im Tierkreis, das Zeichen, was für die Freiheit steht. Der Wassermann ist ja mit dem Planeten Uranus assoziiert. Uranus ist entdeckt worden zur Zeit der Französischen Revolution und steht daher auch mit diesen Werten Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit oder Menschlichkeit, würde ich heutzutage mehr sagen, Mitmenschlichkeit, in Verbindung. Und immer wenn der Mond durch den Wassermann läuft, dann gilt es auch, diese Werte in gewisser Weise hochzuhalten. Dann gilt es im Grunde für sich zu gucken, für uns zu gucken. Was ist mit meiner Freiheit? Wo ist diese eingeschränkt? Oder lasse ich es zu, dass sie eingeschränkt wird? Oder stehe ich für meine Rechte und die Rechte meiner Mitmenschen auf? Und das gilt natürlich sowohl nach außen wie auch nach innen, nicht? Denn die Ereignisse, die über die Medien zu uns getragen werden, machen auch etwas mit mir in meinem Inneren. Und hier gilt es eben auch, die innere Freiheit, die innere Unabhängigkeit zu bewahren und mir genau zu überlegen, von welchen Dingen möchte ich eigentlich beeinflusst und abhängig gemacht werden und welche nicht. Und ich habe hier ähnlich wie beispielsweise bei Drogen oder anderen Dingen die Möglichkeit, einfach weniger zu mir zu nehmen, wenn ich merke, dass mir das nicht gut tut. Heute Nachmittag kommt es auch zur Konjunktion von Sonne und Merkur im Skorpion. Das bedeutet, Merkur bekommt hier eine herausragende Rolle. Das Denken, die Kommunikation steht besonders im Vordergrund. Und Merkur im Skorpion kann schon mal auch verstandesmäßig zu extremen Reaktionen neigen. Man tut vielleicht seine Meinung kund, weil sie von bestimmten starken Gefühlen beeinflusst ist. Hier gilt es wirklich innezuhalten und lieber erstmal zu schweigen oder Luft zu holen, bevor wir etwas sagen oder machen, was uns und anderen nicht gut tut. Andererseits eine sehr gute Stellung, um tief zu analysieren, um wirklich objektiv zu blicken, was ist eigentlich wirklich los, also unser Verstand auch einzusetzen, da wo es auch sehr vernünftig ist, ihn einzusetzen, nämlich um Klarheit über bestimmte Situationen zu bekommen und nicht um die Unklarheit noch stärker zu dogmatisieren. Ich wünsche uns allen heute einen interessanten und schönen Dienstag und sage Tschüss, bis morgen.